Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute meine Monatsfavoriten für den Januar zeigen kann. Es haben sich auch in den letzten Wochen wieder einige Produkte, alte und neue Produkte, bei mir so ein bisschen ins Herz gespielt, die ich jetzt momentan sehr gern verwende und die in meiner Alltagsroutine so ihren Platz gefunden haben. Und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Also wenn euch das interessiert, bleibt super gerne dran. Das erste Produkt, das ich euch diesen Monat zeigen möchte, ist ein Duschgel und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil eigentlich sind mir Duschgels relativ egal. Also es muss halt ganz gut riechen, aber die müssen jetzt für mich keinen Pflegeanspruch erfüllen oder so. Also ich brauche einfach das auf, was halt gerade bei mir noch so rumsteht. Aber diesen Monat habe ich ein Duschgel ganz besonders gern benutzt. Das hatte ich von meiner Schwester im Adventskalender bekommen und zwar ist es dieses hier von Tracklemoon. Das ist das Funny Cola Sparkle, die Funny Cola Sparkle Duschcreme. Ich mag überhaupt kein Cola zum Trinken, aber ich mag diese Cola-Kracher von Mauam total gern oder diese Hubba-Bubbas früher. Und es riecht eben so nach Cola mit so ein bisschen Zitrone. Ich hatte vorher darüber gelesen, dass viele Leute finden, dass es unter der Dusche eher nach Zimt riecht. Finde ich jetzt überhaupt nicht. Finde ich riecht voll gut einfach nach Cola. Und es ist echt ganz lustig, hinten steht drauf, nicht trinken, von Kindern fernhalten. Und dann sind so gefakte Nährwertangaben drauf. Also Tracklemoon gibt sich ja immer besonders Mühe mit der Verpackung. Ich finde es einfach mega witzig. Es macht, also ich benutze es nur, wenn ich morgens dusche, weil ich mir dann so denke, so, dann erfrische ich mich gleich für den Tag. Das einzige Manko, das dieses Duschgel hat, ist, dass es halt wirklich braun ist, ja. Und wenn ihr euch einschäumt, dann wird es so ein bisschen heller. Aber man muss sich halt daran gewöhnen, dass man sich dann so braune Soße vom Körper spült. Also ja, das ist halt einfach so, aber ich finde es auf jeden Fall mega witzig und denke mir immer wieder, wenn ich mich damit dusche, oh, lustig. Also es ist so eine kleine Freude des Alltags einfach. Die zweite Sache, auch für die Körperpflege, ist eine Bodylotion, die ich jetzt schon zum zweiten Mal in Verwendung habe. Und zwar ist es diese hier, die ist von Aigner. Aigner ist ja eigentlich eine Modemarke. Und zwar gibt es da das Parfüm Caramia Solutu. Ich habe das Parfüm gar nicht, aber ich habe die Bodylotion mal gehabt und meine Schwester hatte die dann auch. Und ich war so begeistert, als ich die das erste Mal schon hatte, dass ich sie dann, also sie hat sie mir dann geschenkt. Und diese Bodylotion, also sie duftet sehr, sehr stark. Wenn ich damit jetzt, wenn ich abends dusche und mich dann eincreme, dann will ich mich damit nicht eincremen, weil das ist mir zum Beispiel jetzt so fürs Bett zu heftig. Wenn ich dann die ganze Zeit in meiner eigenen Duftwolke liege. Aber so für tagsüber mag ich den Duft auch ganz gerne. Also wäre auch ein Duft, den ich mir als Parfüm ganz gut vorstellen könnte. Aber was ich an dieser Bodylotion eigentlich gut finde, um jetzt mal das Duftthema abzusagen, ist die Pflegewirkung. Ich finde, ich hatte selten mit so einer flüssigen Bodylotion so eine gute Pflegewirkung einfach. Also die Haut fühlt sich auch noch, wenn ihr euch damit morgens eingecremt habt, abends so an, als hätte man sie eingecremt. Also das finde ich echt besonders. Ich finde, das hat man nicht bei besonders vielen Bodylotions. 150 Milliliter kosten, glaube ich, so um die 20 Euro. Also ist kein ganz günstiger Spaß. Meine anderen Lieblings-Body-Creams sind ja die so von Rituals. Und ansonsten benutze ich gern Öl, aber ich finde die auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also wenn ihr euch mit dem Duft anfreunden könnt und nach einer guten Bodylotion sucht, dann guckt euch die mal an. Die dürfte es auch bei Douglas geben. Dann werdet ihr auch die nächsten Tage in meinem Aufgebraucht-Video sehen, habe ich mal wieder einen Rasierer aussortiert, der irgendwie über die Glow oder sonst irgendwie den Weg zu mir gefunden hatte. Und ich kaufe mir halt immer Damenrasierer und will mir dann immer die Wechselklingen kaufen, weil ich glaube, das ist einfach so das Umweltfreundlichste und ich fühle mich dann auch besser, wenn ich nicht sozusagen immer den ganzen Rasierer wegschmeiße. Aber für mich ist tatsächlich das Problem, dass ich jetzt auch ich hatte jetzt so einen Wilkinson Intuition Rasierer und jetzt hatte ich gerade so einen Gillette Rasierer und ich finde die total schlecht. Die rasieren bei mir einfach nicht, diese teuren Rasierer. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Ich meine, je teurer der Rasierer, desto größer wird immer dieses Gelkissen. Und es war jetzt wirklich so, ich hatte jetzt diesen Swirl-Rasierer und muss ehrlich sagen, ich kaufe mir da nicht für 15 Euro vier Klingen nach. Also das finde ich rentiert sich nicht. Deswegen habe ich mir einfach einen neuen Rasierer geholt, obwohl es jetzt vielleicht für die Umwelt nicht die beste Entscheidung war. Und der Rasierer selber liegt unter der Dusche. Deswegen zeige ich euch jetzt nur mal die Ersatzklingen. Das ist der Fantastique-Rasierer von Balea. Ich hatte da auch den Vorgänger mega lang in Benutzung, aber der ist mir irgendwann auseinandergebrochen. Also wirklich nach 2 Jahren oder so. Genau, und das ist jetzt mein neuer Rasierer und ich muss wirklich sagen,
ich bin total zufrieden damit. Ich habe wieder gut rasierte Haut. Nicht so wie mit diesem Gillette-Rasierer. Der hat auch so einen variablen Kopf, was total angenehm ist. Und ich bin einfach nicht der Meinung, dass man in so einen teuren Rasierer investieren muss, wo dann die Ersatzklingen auch mega teuer ist. Hier kosten, glaube ich, 4 Klingen 5 Euro. Finde ich voll okay. Und ganz viele Leute benutzen ja auch Männerrasierer. Könnte ich auch machen. Habe ich jetzt irgendwie nur, als ich das gekauft habe, nicht dran gedacht. Deswegen bin ich jetzt erstmal bei dem Rasierer gelandet und bin bislang wirklich sehr zufrieden damit. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich euch jetzt nicht so direkt verlinken kann, wo man die kriegt, weil ich habe meine bei Action gekauft und wir wissen alle, dass Action ein sehr variables Sortiment hat. Also wenn man am einen Tag hingeht, dann kriegt man das am nächsten Tag nicht zwangsläufig wieder. Aber ich weiß, dass es auch von anderen Marken gibt. Und zwar handelt es sich um dieses Teil hier. Und ihr denkt euch jetzt so, hä, was ist das? Das ist eine Augenmaske. Also die setzt man so aufs Auge. Es gibt hier hinten so ein Spanngummi, wo es dann um den Kopf machen kann. Und da ist so ein Gel enthalten, wie in diesen Kühlpacks. Und wenn ihr das in den Kühlschrank legt, oder man kann es auch ins Eisfach tun, aber mir ist Eisfach zu heftig, ich mache lieber nur Kühlschrank, dann wird dieses Gel eben kalt. Ihr könnt die Maske aufsetzen und damit sozusagen eure Augenpartie kühlen. Bei mir ist es nämlich ganz oft so, wenn ich wenig geschlafen habe oder so, dann habe ich nicht einen dunkleren Augenring, sondern bei mir schwillt die Partie hier oben an. Und das habe ich das Gefühl, kann ich mit so einer Maske echt gut in den Griff kriegen. Also ich setze die dann nur so 3 Minuten auf und klar, man fühlt sich einmal morgens sofort besser, wenn man sowas im Gesicht hatte. Und es ist natürlich auch einfach eine schnelle Geschichte. Man braucht jetzt nicht unbedingt irgendeine Creme oder so, wobei ich auch einfach nicht glaube, dass es das leisten kann. Und ja, ich finde es eigentlich ganz lustig. Man kann natürlich dann die 3 Minuten lang nichts machen, weil man nichts sieht. Aber ja, ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Könnte es auch irgendwie in so anderen Euro-Shops geben oder schaut einfach mal online. Ich glaube, sie hat jetzt 1 Euro gekostet bei Action. Vielleicht findet ihr sie da auch noch. Aber wenn ihr auch die Probleme habt, dann guckt euch sowas mal an, weil mir hilft es zumindest echt total mit diesen geschwollenen Oberaugenpartien. Dann habe ich ein Produkt, das ich eigentlich schon sehr lange besitze, einen neuen Sinn gegeben und jetzt liebe ich das Produkt dafür. Es handelt sich nämlich um diese Naturseife von Dr. Bronner. Also ihr kennt ja Dr. Bronner vielleicht, die gibt es jetzt seit einiger Zeit in der Drogerie. Ich hatte euch da auch mal eine Lippenpflege gezeigt, die ich sehr gern mag. Und das ist die Dr. Bronners Pfefferminz 18 in 1 Naturseife. Und was man damit alles machen kann, fragt mich nicht. Also zum Duschen, Hände waschen und mehr. Man kann damit angeblich Zähne putzen, man kann Wäsche waschen etc. Zähne habe ich noch nicht geputzt, weil es ist ja eine Seife und das finde ich irgendwie eklig. Ich habe damit geduscht und muss sagen, dafür ist sie mir zu austrocknend und so zum Wäschewaschen mal, als wir unterwegs waren, hat es mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen stand die jetzt sehr lang bei mir im Schrank und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich wasche seit neuestem mit dieser Seife meine Pinsel und ich hatte noch nie sowas Gutes, um meine Pinsel zu waschen. Also ich wasche normal halt mit einer normalen Seife oder mit Duschgel, also ich habe keine spezielle Pinselseife und ich habe so ein paar so Bufferpinsel für Foundation, die ich mal ein bisschen länger nicht gewaschen hatte und die deswegen so verklebt waren und die habe ich mit dieser Seife wieder so gut sauber gebracht. Es geht so schnell. Die Pinsel riechen danach gut. Es gibt davon verschiedene Sorten, auch irgendwie Lavendel und Rose und ach, keine Ahnung. Ich mag aber so diese Minzsachen total gern. Danach riechen die Pinsel dann so ein bisschen. Und ja, also ich bin wirklich begeistert. Man braucht nicht viel von dem Produkt. Und ja, dafür verwende ich es jetzt zusammen mit so einem Waschpad. Und das kann ich euch wirklich voll empfehlen, wenn ihr auch nach was sucht, um eure Pinsel zu waschen. Und es ist natürlich auch Naturkosmetik, muss man dazu sagen. Dann habe ich noch etwas in meiner Schminksammlung wieder entdeckt und zwar handelt es sich um dieses Produkt. Es ist von Garnier Skin Active, die BB Cream für Combination to Oily Skin, also für Mischhaut und ölige Haut. Und ich glaube, diese BB Cream benutze ich jetzt seit 5 Jahren. Das dürfte ungefähr hinkommen. Immer mal wieder. Ich hatte sie mal eine Zeit lang jeden Tag und dann habe ich mir mehr Foundations gekauft. Dann war die irgendwie abgemeldet und jetzt habe ich sie neulich mal wieder verwendet und war so, so positiv überrascht davon, wie gut die deckt und was sie einfach für ein schönes Bild macht. Die kostet unter 5 Euro und das Einzige, was ich daran zu bemängeln habe, ist der Duft. Der ist nämlich echt richtig heftig. Also es ist so stark parfümiert, dass ihr euch dann auch noch eine Zeit lang selber riecht, was ich jetzt nicht so gern mag. Ja, aber generell ist es so für den Alltag, wenn ihr für 30 Sekunden schnell euch einmal eincremt, damit ist das Gröbste abgedeckt, ihr seht gut aus. Es gibt nur 2 Nuancen davon, einmal Light und ich glaube Medium.
aber mir passt Light und ihr wisst ja, ich bin sehr hell, also sieht man ja, ich brauche bei allem immer die hellste Foundation. Und wenn ich es gut den Hals runter verblende, ist auch die für mich überhaupt kein Problem. Und die benutze ich jetzt momentan gern mal, wenn es morgens schnell gehen muss. Dann, was eigentlich für mich total ungewöhnlich ist, kommen wir jetzt zu einem Parfüm. Ich bin überhaupt kein Parfümträger, also ich trage in der Regel kein Parfüm, höchstens mal irgendwie so ein Bodyspray. Das ist aber dann relativ schnell weg, da mag ich ganz gern die von Rituals. Und ich hatte immer mal wieder ein Parfüm, aber es ist mir für den Alltag einfach zu viel und ich denke auch ehrlich gesagt nicht dran. Und ich kriege auch einfach von den meisten Düften total schnell Kopfschmerzen. Also auch wenn andere Leute ein Parfüm tragen, ist mir das, wenn ich mich mit denen unterhalte oder so, manchmal echt zu viel. Also ich bin einfach wohl sehr geruchsempfindlich. Und ich hatte mal eine Probe von einem Parfüm bekommen, das ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar ist es dieser kleine Parfüm Roll-On von Clean, heißt die Marke, das Skin Parfüm. Das ist so ein Roll-On. Clean gibt es zum Beispiel bei Müller, gibt es aber auch, glaube ich, bei Douglas. Das ist so ein Roll-On. Das heißt, ihr könnt damit einmal so seitlich an eurem Hals entlang gehen oder wo ihr halt euer Parfüm haben wollt. Und das ist ein Duft, der macht mich richtig glücklich. Irgendwie, das ist, der ist überhaupt nicht so krass spitzennotig, also dass man sowas extrem schnell rausriecht, sondern ist einfach so ganz basic, dumpf, nach gewaschener Wäsche riecht das für mich. Und das ist so ein Duft, also der gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das Parfüm ist nicht ganz günstig. So ein größerer Roll-On, ich hatte jetzt nur so eine kleine Größe, kostet glaube ich 15 Euro, aber man kommt damit echt sehr lang aus. Also ihr seht, ich habe jetzt erst die Hälfte des Parfüms hier so aufgebraucht. Ich habe ihn wirklich schon oft benutzt, hatte ihn auch im Urlaub dabei und so. Und ja, ich bin wirklich begeistert. Das sind diese Clean Parfüms, sind so ein bisschen teurere, gehobenere Düfte. Aber wenn ihr auch so ein bisschen Anti-Parfüm seid und eher so dezent duften wollt, dann guckt euch das mal an. Es bleibt aber auch mega lang auf der Haut. Also man riecht sich danach, nach Stunden riecht man das auch noch von sich selber, wobei es halt nicht so aufdringlich ist. Also ja, ich bin wirklich begeistert und werde das jetzt sehr gern noch aufbrauchen und mir dann echt überlegen, ob ich mir den großen Flakon oder nochmal so einen anderen Roll-On kaufe, weil ich auch diese Roll-On-Anwendung sehr gern mag. Also wenn man sich das einfach dahin rollert und dann war's das. Dann kommen wir noch zur dekorativen Kosmetik für diesen Monat. Da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, was auszusuchen. Aber habe mich jetzt entschlossen, euch ein Produkt zu zeigen, das ich es eigentlich, seit ich es habe, jeden Tag verwende. Und deswegen mich auch frage, warum es dann kein Favorit ist. Und zwar ist es da, dieses Tiegelchen hier. Das ist von Ila Masqua, der Hydra Whale Primer. Der war in der Look Fantastic Box vom Dezember. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mittlerweile gut was aufgebraucht. Ihr seht vermutlich nicht viel, weil das ist so eine gelige, durchsichtige, so ganz leicht rosa gefärbte Masse, die völlig geruchsneutral ist. Und das ist, ich hatte noch nie so ein Jelly Primer irgendwie, aber ich habe das Gefühl, es tut meine Haut richtig, richtig gut. Also ihr nehmt sozusagen da euch so ein bisschen was raus, verteilt es auf dem Gesicht mit einer super dünnen Schicht. Also es ist sehr, sehr ergiebig. Und obwohl das sofort einzieht, fühlt sich die Haut trotzdem angenehm so mit Feuchtigkeit versorgt an. Und das mag ich an dem Produkt sehr, sehr gern. Ich habe hier jetzt so eine 7 Milliliter Größe, komme damit jetzt eigentlich auch schon. Ich benutze den echt fast jeden Tag. Also über einen Monat komme ich damit schon gut aus. Und ja, ist wirklich ein guter Primer. Also wenn ihr euch den schon mal angeguckt habt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der für trockene Haut super funktioniert. Dann trage ich ja im Alltag meistens nicht getrennt Bronzer und Blush, sondern wenn ich mich schnell schmink, nehme ich so ein Hybridprodukt und verteile mir das über die Wange. Das ist im Idealfall halt ein sehr braunstichiger Blush. Ja? Und da habe ich momentan einen Favoriten, den ich da gern nehme. Und zwar ist das von Pixi by Petra, Marke mit den furchtbarsten Aufschriften, der Beach Rose Fresh Face Blush. Den gibt es so nicht mehr im Handel, aber ich weiß, dass der im Glossy Box Adventskalender drin war und den deswegen jetzt wahnsinnig viele Leute haben. Also wenn ihr den vielleicht sogar daheim habt und ihn noch nie ausprobiert habt, ihr könnt mal die Farbe sehen. Das ist eher so ein Peach Braun. Der hat keine groben Schimmerpartikel, sondern ist einfach von der Textur sehr, sehr cremig für einen Blush. Passt deswegen, glaube ich, auch vielen Hauttönen. Klar, wenn man jetzt wahnsinnig viel dunkler ist als ich, dann wird der eher heller scheinen. Aber ich denke, für die meisten Leute wird das so ein Zwischending zwischen Blush und Bronzer sein. Und man kann ihn auch relativ günstig gebraucht kaufen, glaube ich, bei Kleiderkreisel oder so. Da gibt es ganz viele tolle Angebote.
Und ab und zu finden sich ja auch solche ausgemusterten Schätzchen bei TK Maxx. Also ich kann euch den echt nur empfehlen. Ich finde den super, super gut. Und der ist jetzt auch wie so dieser Ila Masqua Primer irgendwie. Ich benutze ihn jeden Tag, aber denke nicht so drüber nach, dass ich den eigentlich total super finde. Und ja, deswegen wollte ich ihn euch jetzt heute einfach mal zeigen. Und das letzte Produkt ist ein Pinsel, von dem ich nie gedacht hätte, dass er ein Favorit werden könnte. Ich stehe dem Ganzen nach wie vor noch sehr kritisch gegenüber. Ihr habt vielleicht vor einer Woche mein Boutique im Testvideo gesehen. Und ich hatte ja das Glück, dass ich alle Pinsel hatte und ziemlich viele von den Produkten. Und seitdem benutze ich einen Pinsel, also ich habe das Video schon ein bisschen länger vorgedreht, jetzt nicht erst eine Woche, immer wieder. Und zwar ist es der Y005, also der Augenpinsel. Das ist dieser kurze, sehr relativ festgebundene, flache Pinsel. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen so einen Pinsel. Der eignet sich nämlich einfach super, um gerade wenn man jetzt hinten die Lidfalte vertieft hat, vorne nochmal so, wenn man glitzernde Lidschatten hat, nochmal die extrem aufzupressen, dass sie gut halten. Und ich mag diesen Pinsel wirklich richtig, richtig gern. Also ich habe mich ertappt, wenn ich mich geschminkt habe, also mit Lidschatten, dass ich immer in meinem Stiftehalter nach dem gesucht habe, weil ich mir dachte, ah, ich brauche jetzt den für vorne. Und ja, der Pinsel kostet halt 10 Euro. Das ist jetzt für einen einzelnen Lidschattenpinsel ziemlich teuer, finde ich. Ich muss auch ehrlich sagen, er verliert auch schon so ein paar Haare. Also da kann ich schon welche rausziehen. Ich habe ihn aber auch schon ein paar Mal gewaschen und da ist es mir jetzt nicht so extrem aufgefallen. Aber das ist wirklich ein Produkt von den Boutique-Sachen, die irgendwie bei mir hängen geblieben sind und den ich jetzt auch wirklich sehr gern weiter benutzen möchte. So, das war's jetzt mit meinen Monatsfavoriten für den Januar. Ich habe mich diesen Monat ein bisschen schwer getan, Dinge auszusuchen und habe mich dann so gefragt, was verwende ich eigentlich im Alltag viel, weil das sagt ja auch ziemlich viel über die Produkte aus, wenn man einfach jeden Tag dazu greift. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mit den Produkten was anfangen. Es sind jetzt einige nicht so leicht zu bekommen, aber ich denke, ja, man kann sich davon auch einfach ganz gut inspirieren lassen und vielleicht andere Produkte dann suchen, die zu einem passen. Deswegen, wenn ich mich schmink vor der Kamera, versuche ich halt immer zu schauen, dass die Produkte alle erhältlich sind. Wenn ich euch sowas zeige, dann denke ich mir so, ja, okay. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm, nur dass ich euch das mal so erklärt habe. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf eure Kommentare, was euch diesen Monat besonders gut gefallen hat, was so euer Favorit war, ob ihr eins der Produkte kennt. Und natürlich freue ich mich auch sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, schaut gern bei meinem letzten Video vorbei. Da habe ich nämlich von der Glow in Wien die Produkte vorgestellt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Da gibt es auch eine kleine Verlosung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein tolles Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann!